Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie Zock Ghost Recon Wildlands. Und wir sind heute auf einer kurzen Mission unterwegs. Nämlich da unten hin. Wir holen uns die Akten. Oh weia. Ja, da unten ist ein Hubschrauber, den wir uns direkt gleich mal packen werden. Aber erst einmal ausspionieren. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Ja, das ist mir klar, dass da unten welche sind. Wo seid ihr denn? Da oben muss doch irgendwo einer drin sein. Da unten auch. Hä? Wieso kriege ich euch denn hier nicht? Okay, durch die dünne Wand kann er nicht gesehen werden. Was ist da hinten? Ah, ein Auto. Und da leuchtet was richtig. Da. Noch einer. Noch einer. Ja, nee, das ist eine Lampe. Da muss einer sein. Das ist irgendwie nur ein Generator oder so. Und was ist das? Die Zona irgendwas. Was ist denn hier sonst noch? Nichts, was leuchtet. Nix. Gar nix. Da. Hier ist Ziel Nummer 5. Jetzt haben wir den einen zumindest. Was, noch einer? Den haben wir auch. Oh, jetzt haben wir aber die 10 voll. Und erstmal höher klettern. Vielleicht kann man von da aus mehr sehen. Da. Man muss sich manchmal eben nur bewegen, um die Leute zu finden. Wagen mit montierter Waffe. Das sind 10 Ziele. Ja, die 10 haben wir voll, sag ich doch. Fliegt. Und hier unten ist kein Schwein, wirklich. Da ist er. Da war wieder Musik am Radio. Und in der... Ja, hier ist Funkausrüstung. Jung, wollen wir dich jetzt erwischen? Nein! Und er läuft weg, so ein Scheiß. Ja. Er hat mich gar nicht gesehen. Nein. Babat, bin ich böse. 300 Meter. Jo. Das heißt, das fällt noch ein bisschen runter. Das ist schwierig. Den da unten, den könnte ich kriegen. Ich halt zu hoch, oder? Ha! Abschuss. Und den... Scheiße. Okay, der fällt immens ab.
Aber jetzt wissen sie auch, wo ich bin. Ganz ruhig. Sie kommen hier lang. Nö. Noch nicht. Ach, scheiße. Na, endlich. Getroffen. Oh, jetzt kommen sie wirklich. Komm, durch die Felsspalte müsste ich ihn doch eigentlich kriegen können, oder? Aber irgendwie klappt das nicht. Der kam nicht mehr hoch. Aber dafür kriege ich dich. Das war's. Oh, da wusste ich noch nicht, dass da einer ist. Na, okay. Den General da, den müssen wir irgendwie noch packen. Ah! Dich hatte ich doch gar nicht auf dem Schirm. Oh. Dachte, da wäre noch einer. Aber das ist immer blöde, wenn die Leute wissen, wo man ist. Dann kann man ja nicht mehr so leise ausschalten. Na, komm her. Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, der... Ah. Na, komm. Ich schieß mir hier eine Naht zusammen. Okay. Aber es sind auch nur noch zwei. Und da sind meine Lieblingsrebellen. Oh, und da oben schießt auch noch einer. Okay. Dich kriege ich auch noch. Aber erstmal hier hoch auf den Hochsitz. Ich sehe eine montierte Waffe. Das ist ein Treffer. Den haben wir. Gegner getötet und das sauber. Ohne entdeckt zu werden. Cool. Und das war's. Wir haben den Stützpunkt quasi eingenommen. Jetzt heißt es hier aufräumen. Und das Witzige ist ja, bei so kurzen Videos, ich habe gerade erst angefangen und ich muss euch jetzt schon bitten, Sie können uns später danken. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt gerne gleich schon mal abonnieren. Da wird aber ein kleiner Gangster traurig sein. Und den Daumen nach oben. Und so ein kurzer Kommentar, der freut mich auch. Na, Musik aus. Was nehmen wir denn mit an Infos? Gibt's hier... Hör zu, nee. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Worauf warten wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. Erstmal die Fertigkeitenpunkte holen. Habt ihr gesehen? Das hat geblitzt im Fenster. Na, und da ist noch ein Orden. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Oder von der Air Force. So. Oh ja. Mann, wie viele Air Force Orden hier Cornflakes-Packungs-Orden hier rumliegen. Das war keiner mit einer Coca-Pflanze drauf. Ey!
Hör auf, mich zu überfahren. Und hier läuft auch wieder Radio. Radio Santa Blanca. Mit eurem Star-DJ. Wir sind im Paraíso Casino. Und hier ist wieder Munition. Aber sonst irgendwie nicht viel. Irgendwo muss hier doch eine... Ah, da drin. Nee, da nicht lang. Da lang. Ah, hier ist eine Tür. Haha. Und hier ist Sprit. Transporttreibstoff. Gasolina. Und da oben ist noch eine Akte oder sowas. Dann gehen wir da nochmal hin. Hier geht's wieder rein. Hier geht's wieder hoch. Na, okay, das war keine Akte. Und jetzt holen wir uns hier die Akte. Ich bin so weit gereist, um dich zu sehen. Und es ist, als rede ich mit einer nassen Socke. Sieh dir deine Haare an. Ist die gerechte Sache so anstrengend? Wird in Deutschland nicht über Südamerika berichtet? Doch. Canover Bolivia existiert nicht mehr. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ich sitze gepasst. Ich es merkte, war es zu spät. Wie schrecklich. Aber warum bist du noch hier? Warum gehst du nicht heim? Oder komm nach Deutschland. Du bleibst bei mir und Heinrich, bis du was Neues hast. Ich habe etwas Neues. Heinrich. Manchmal kann ich krank. Habt ihr das gesehen? Bei mir und Heinrich? Ey, sorry, wir haben ja auch andere Namen als Heinrich. Wir hätten hier Hermann und Emil. Also Kokain. Das geht nicht, Katrin. Du musst weg. Ich glaube, die lassen mich nicht mehr weg. Es gibt keine Gitter, aber ich bin in einem Gefängnis. Ja, schon tragisch. Cool. Ja, damit wären wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt und ich suche mir mal was, wo wir als nächstes mit starten. Irgendwas finden wir bestimmt. Irgendwo wollen wir hin. Da wäre zum Beispiel die Super Shorty Schrotflinte. Und wie schon erwähnt, wenn es euch gefallen haben sollte, sagt gerne Bescheid mit einem Daumen hoch oder einem Kommentar und liebend gerne natürlich einem Abo. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Juppie.